Schamilitati. Und? Malazima. Zoom, I don't speak so well German. I'm here to speak a little bit of English, and I want to welcome all the guests tonight. Thank you for being here. And thank you, Milan Havels, for organizing this. I'm going to read in Roman language the poetry. And then Ivan is going to translate some of the poetry. Unfortunately, we don't have all the translations for the poetry, but mostly we do have. So I'll try with one of the my favorite here. And this one is from Ilija Ivanović, a poet, a writer from Serbia. And the poem is called The Flat Bread. But in Romani language, the flat bread is called epocacha. Epocacha. Elonea, tai, epaieia, certan, epocacha. Ando hangar, petanga. Iliesta, tagan, tai, fulatanga. Taisaiek, epocacha. Deterinaia, desea, rachaia, andar, obo, ikavi. Tati, pachati, Israel, and the Chile, Urane, Ba. Israel, and the Amare, Okale, Ba. Sa e ispiden, la pandemu, te pajem, epoch, la. Ich lese jetzt ein Gedicht von Freiburg Zulich. Wir. Wir aus dem Nichts, für das Licht geschaffen, öffnen der Sonne das Tor. Alles, was mit Wasser besprengt, mit Erdenlicht getränkt, trägt im Herzen unsere Zeichen. Wir, für den Weg geboren, mit totem Licht in den Augen, mit Gottes Weihen in den Ohren, spielen wir das Spiel der Spiegel, im Rhythmus von Sein und Nichtsein. Wir aus dem Nichtsein, für das Sein herangewachsen, mit dem Glas Wein in den Händen, im Hemd aus schwarzem Feuer, werden wir die Seele der Zeit Gärtner und Garten des Lebens. Mit dem Pfeil der Liebe vereinen wir die Herzen von Sein und Nichtsein. This is the way that Ruzdija Russo Sejdović. Jak? Čijak? Dud anmijak dia, taj načara. Samo kamipe čorko, ando paju, samo naštije sa. A samo čorko neha istardo, gija se, čačo tasardo. Sami či kaj hasani, ande di leza kana kanema, kotor mander te ara. Ich lese das gleiche Gedicht auf Deutsch. Das ist Ruzdija Russo-Sejdović und heißt das Auge. Dein Auge ist Verlangen und meines eingedrungen. Und ich fühle, wie sich mein Wunsch zersetzt, auf hoher, unerreichter See, zu Mondlicht sich bekehrt und so bin ich, rechtschaffen, doch ertrunken. Weil meine Sprache vernichtet wurde zu einer Zeit, als sie ein Teil von mir hätte sein müssen. I will continue with Ilija Ivanović from Serbia, the poet. Bakhtavar Ilo, fortunate heart, is the translation. Bakhtavar Ilo, kana bitu ilija janesa, sam sam bakhtavar, ando kodin eromeko, nevi dikat kachesa temaris. Amari jinisi manisulai, kataro jumelipe esaris. Amari yaksi maitati, katari yak ekhamesi. Dik, choma, mate, sabba fereci da den tai chere oroma. Talo izraipe, yakoso tai elbauta. Ich lese jetzt ein Gedicht von Reiko Julic, Sein oder Haben.
besitzen weniger als das Nichts. Wir haben unser Leben Aschehaufen. Der Mensch wächst auch mit Vernichten, mit dem Schrei im Herzen, doch sein Hang zu fallen zerstört ihn mehr und mehr. Im Fallen fragt er nur, ist es unsere Welt oder nicht? Und die schwarze Rose in der Luft umschwingt die Frage und ihn. Zu unterhalten. Und diese Motto heute heißt auch von Django bis Charlie Chaplin. Wir wissen alle, welche Giganten hat mein Volk für die Menschheit gegeben. Wussten Sie, dass Anna Netrebko Zigeunerin ist? Wussten Sie, dass Elvis Presley Sintu war? Nur für allgemeine Kultur. Nur für eine allgemeine Kultur. Ja? Fühlen Sie sich wohl, baden Sie in diese Geborgenheit. Bitte nehmen Sie das so, wie ich Ihnen sage, nicht anders. Dankeschön. Wir beginnen mit Trauriger Sonntag. Das ist eine KZ-Romanze, aber nicht in diesem intensiven Sinn, sondern vielleicht nur um ein bisschen nachzudenken zu geben. Wir sind nicht dieses Volk, welches sagt, ihr. Nein, wir sagen das Gegenteil. Schaut, trotz alledem, was wir in der Lage sind zu machen. Traurige Sonntag. Nature Boy.
smile. Smile von Charlie Chaplin. Sie wissen, dass Charlie Chaplin, dieser berühmte Filmdiktator, der Diktator, er war der Einzige in dieser Zeit, als Rom, welcher sich getraut hat, die Führer zu persiflieren, zu karikaturieren. Und er sagte am Ende dieses Films, die Menschheit redet zu viel und fühlt zu wenig. Danke, dass Sie zugehört haben. Danke schön. Danke schön. Thank you.
Jedes Mal, wenn Zigeuner spielen, und ich sage bewusst Zigeuner, weil wissenschaftlich ist das ganz klar, dass jahrzehntelang, jahrhundertelang, wir waren Zigeuner. Der Papst hat uns vor 800 Jahren als Paria programmiert. Vor ca. 800 Jahren. Wohl bemerkt, wir waren angeblich verwandt mit dem Teufel. Sehen unser Aussehen und unsere Gaben. Aber in umgekehrter Sinn wussten sie, dass wir ein biblisches Volk sind, genau wie die Juden. Wussten sie, dass wir ursprünglich aus Indien kommen und nicht aus Ägypten? Sie synonym zum Egyptian, Gypsy. Wussten sie das? Wann in Indien 3500 vor Christus Mahabharata und Ramayana geschrieben gewesen sind, Poemen, der Rest der Welt existierte nicht mehr. Und jetzt schaue ich in ihr Gesicht. Sie als blond, nicht rassistisch, und ich als Dunkelhäutiger. Denken Sie, das ist eine Angeblichkeit? Nein, es ist eine tiefe Wahrheit. Tiefe Wahrheit. Also, wir bringen für die Menschheit so viel, aber wir sind immer im Christensinn sehr demütig, sehr einfach, simple Menschen, aber enorm stark und enorm begabt. Sie sehen das auch in verschiedener Art und Weise. Warum erzähle ich so viel? Ich breche eine Lanze hier. In diesem Abend beginnen wir eine andere Ära, sagen wir so. Ganz bewusst sage ich das. Ja? Es gibt Themen, bessere Bildung für Sinti und Roma. Es gibt Themen, Inklusion, was machen wir und so weiter. Armut, Migration und so weiter. Ich bin apolitisch, ich bin Künstler. Aber ich traue mich mit meiner Geige in meinem Leben auch für Kinkel gespielt zu haben, oder habe ich mich getraut, für Altbundeskanzler Helmut Schmidt, für Gorbatschow zweimal Mitreißer, Nachdenker, Vorreißer und so weiter. Und alle haben mich gefragt, was sind Sie? Spanier, Ungarn, Franzose, haben gesagt, raten Sie mal. Ja? Jetzt ist die Zeit, dass diese Kraft, diese fantastische Gene, was wir haben, nach vorne kommen, weil wir können in Deutschland sehr viel Gutes tun. Tatsächlich. Danke, dass Sie zugehört haben. Bitte rasch. Ando mor ilo, kai injeras min parmen,
So hasta las pastel. So se cojares camea. O sao durgube sao shio. Si amenge pe kaya. This is kind of my favorite. It's about integration. And it's the same writer, Ilija Jovanović from Serbia. Integracija. Sa ek, pam sa ga, vacha sa ga, ta sa ga, o alet chandipe, chile vastenza. Tai po ago, chungarna, pedeste. Tai dotem, la tala chile perme. The next one is from Rajko Đurić, and some of you are familiar with their work, with his work. He lived here in Berlin. You get the translation in German as well. Slike merimasa. Injalasa slike merimasa. Ande yaka dui rote galbeno. Galbeno ando kao sa chonut andrat. Dui galbune rote amare dikite Chihinen, po un etervesco pero o corrido. Ich lese es jetzt auf Deutsch. Bilder des Todes. Wir tragen die Bilder des Todes in den Augen. Zwei gelbe Kreise. Gelb und schwarz wie in der Nacht der Mond. Zwei gelbe Kreise schneiden unser Gesicht. Über das Antlitz des Himmels fällt Blindheit. Claire de Lune, Claude Debussy, impressionistisch geschrieben. Er hat dieses Stück geschrieben in 1889. Wie heißt das? Weltausstellung. Weltausstellung, genau. Eröffnung von Eiffelturm. Und es ist hervorragend, was er komponiert hat. Meine geliebte Frau hat das für zwei Geigen arrangiert. Das ist praktisch unikat in der Welt. Lassen Sie sich verführen.
sehen. Russische Zigeunerromanze. Oggigiorno. Thank you.
ist in Django. Thank you.
third poem. And the title of the poem is in Romanesque, Invite. Invite. Goto purano la choche. Mundro chabrunasco. Mindy existiri. Anodorgon, oloche, hakengo, restan anonere tana. Gindinama, kai ourite. Κατσοδό εντούκ. Τάι μουδρό δεκαϊτέ. Ο διβίτνο τσιντιμάσκο. Εσύ τα ρέσα ανεκάτη πρατσί. Τζιλάτε εντουκάνι τζιλί. Εγκάβνε τσοχουνάτασε. Ο τσοχουνούτ ο τουκάνο. Καταρόνα σφάλε. Αβέζι εσύ τα ρέσα. Εκαλέ παραδέσκε. Uchada eyaka. Asfane, pire, atoska, jelen, ame, twain. Aiso dorina, ni arachem eba. Es kaireti, es aceite, po uchite, korkore, akarisaten, kaisi eba, me chavorimas. Gote, prahosai. Ηρισάιν γοτε καϊσα σαγωτό, ουρανό λατσότσε με τσαβολή μάσα. Μάντλη μάσα εμελιπά τε αρακά. Ανενέ πασα οτσε μάντλην τε τασιβά. Αιτικ ο πάνω πιστή να κλώ πασε μάντε. Γνίπτη σαγάνα καϊ οτσομούτ αναπάλ πεστικά. Godas asa o parmo kishti, tai anileste e julice, te ale mande sasti, ai dungale, vaktore, ketanusarem, amen. Acharisarem, gote, kai epa, terodar, aneroni, sabi pashaelem, bichana, nuruja. Anovako, ilo, ka, tandarisa, mundro, tai, goda, ka, aver, we can go back to Milija Jovanović from Serbia. The title of the poem is Pull Back Skin. Ori kali morci, ori kali morci, kusaves eparnem, haide yaka, sar yek su, sar yek chuni, yek kao, Nikanda Maikut, Korkoro Terabe, Lia, Bud Knige Pandeba, Jalo Mashta Arnei Manusha, Lenza Te Sicho, Alibon Nikanda Maikut, Ochi Kali Morchi, Usaves Eparnen Andeyaka, Sadiek Su, Sadiek Chui. This one is going to be from Stella Stoiko. I think he's from Austria. He's a Roma, Lovara, but you'll get his translation in German. Kale bar. E bar kale. Eroneske kai huira, huyan tuya. Leske kami paske, che kaina, bigoske tana. Taime kelle, sa edunyasa, respime. Bi fundos. Shiny Koguda Ocho Yekria Te Nashara. Ich lese die Übersetzung davon. Schwarze Perlen. Schwarze Perlen des fliegenden Roma umfliegen die Sterne seiner Wünsche in endloser Weite. Und er verstreut sie über die ganze Welt in alle Ewigkeit. Es wird sie wohl irgendwann der die irgendeiner Zeit eines Nachts entwenden. Thank you.
So, verehrte Publikum, wir nähern uns langsam am Ende des Programms. Es war eine schöne Abend, danke, dass Sie zugehört haben. Ich denke, es war gelungen, auch in Form, auch in Inhalt. Es war nicht langweilig, es war auch nicht zu viel, auch nicht zu wenig. Nicht zu nah und nicht zu fern. Ja? Wir verabschieden uns mit I Can Give You. Dann Roma-Ebene, Julien, Gesundung von unserer Schale. Und selbstverständlich die Perle, Virtuosität-Perle, die Lärsche.
Vergessen Sie nicht, Milan Pavlovic mit Roma-Informationszentrum hat das ins Leben gerufen. Wir haben heute Abend einen Meilenstein dahin gestellt. Bitte tragen Sie das weiter, erzählen Sie das weiter. Vergessen Sie nicht in Ihre Seele, in Ihren Geist, wo wir davon am meisten leben und nicht für unsere Körper nur, dass Sie praktisch diesen Abend erlebt haben. Milan, danke. Roxy, danke. Toni, danke. Ivana, danke. Lichte, danke. Danke. Danke, kommen Sie gut nach Hause. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Ja, ich möchte mich ganz herzlich bedanken im Namen von Roma Informationszentrum. Ich freue mich, dass Sie alle gekommen sind. Ich möchte mich nochmal bei den Künstlern bedanken, Jean Delesco und Ensemble. Charlie Kaffi, wow. Ich bedanke mich bei Herrn Markus Weibel, Deutsche Welle, Sounddesigner, ist extra gekommen für uns. Ein hervorragender Mensch mit vielen Qualitäten und es ist selbstverständlich unsere Familienfreund. Danke. Die Nachbarschaftszentrum Urbanstraße, das hat uns und, diese Saal wirklich an. Nochmal ein Dank an Danke. Die. Danke! So, die Lesen. Thank you.
Einen wunderschönen Abend, wunderschönes Publikum. Danke. Kommen Sie gut nach Hause. Bis zum nächsten Mal.